Hey, ich sehe mal, caray. Was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du das jetzt siehst? Ja, sehr viele Glücksgefühle. Er ist auch echt geil mit dem Gold. Also es ist ja sehr, sehr, sehr krasse Erinnerungen kommen da hoch. Und ja, das sind Momente, die ich nie vergessen werde. 2023 was a good year. Yes, sir. Von vielen innerhalb, aber auch außerhalb der Mannschaft wirst du als der Energizer betitelt. Was macht denn einen guten Energizer aus, Karim? Egal wann, egal wo, dass man immer mit derselben Energie, egal ob auf dem Feld, außerhalb vom Feld, ich versuche, egal was so um mich rum ist, ich versuche auf jeden Fall auf dem Feld immer, das kann ich halt kontrollieren, meine Energie, die ich habe, die habe ich irgendwie immer und die versuche ich immer auf dem Feld zu zeigen, zu bringen und versuche halt so auch meinen Mitspieler mitzureißen, weil das ist, was ich kontrollieren kann und ja, das versuche ich jedes Spiel. Nach einigen Spielen hast du auch von deiner Oma Ingrid erzählt, die jedes Spiel von dir verfolgt und dich immer nach den Spielen anruft. Wie stolz ist sie auf ihren Enkel und wie war das erste Gespräch mit ihr? Ja, war natürlich sehr, sie ist natürlich sehr, sehr stolz und war dann auch etwas überwältigend, weil ich habe ja dann dieses Interview auch nochmal gegeben und ist ja ein bisschen viral gegangen. Und ja, dass jetzt sogar die Zeitung bei ihr schon angerufen hat in Bayreuth und also ist natürlich alles ja, sehr, sehr schön, weil sie hat da, also wie meine Eltern, sie hat halt, seit ich 10 bin, das alles mitverfolgt, deswegen hat sie sich da sehr, 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 sehr gefreut. Das denke ich mir doch. Bevor wir den Blick auf die neue Saison richten, haben wir dir jetzt 4-10 aus der Meistersaison mitgebracht. Die werden wir jetzt abspielen und vielleicht kannst du uns Da. danach kurz mitnehmen, I bet. Let wie me du den see. Moment erlebt hast. Okay. Von Dean Williams mit einem präzisen Anspiel von Shorts. Und dann ist Jallow in der Ecke für drei. Naja, 43% in den letzten 14 Partien. Können Sie jetzt auch mehr switchen, weil Kratzer und Ketz sind nicht die guten Spieler in der Pick and Roll Defense, wenn geswitcht wird. Wow, Jallow ist da. Also die Körpersprache von Karim Jallow, der. Ich kann es kaum erwarten, dass die nächste Welle kommt. Der ist so richtig im Tunnel gerade. Und Jeremy Morgan ist da unglücklich aufgekommen. Mit schmerzverzerrtem Gesicht läuft er zurück. Und dann gibt es 3 plus 1. Das ist so wichtig, auch für die Ulmer, auch wenn du ja plus 23 bist, dass du gut startest in dieses dritte Viertel. Genau. Alles zu erkennen. Naja, Ballbesitz für Ulm. Jallow. Ja, es krass zu sehen, so dass man, ich meine, ich hab mit Bayern schon mal eine Meisterschaft gewonnen, aber da hatte ich halt wenig bis kaum einen Anteil. Da war ich junger Spieler, 18 Jahre, war eigentlich nur auf der Bank. Und wenn man jetzt so sieht, oder wenn ich jetzt denke, dass ich damals hätte ich mir wahrscheinlich nicht erträumen lassen, dass ich vielleicht meine Meisterschaft gewinne mit Ulm und dann auch noch, glaube ich, einen großen Teil dazu beigetragen habe. Und das ist natürlich einfach persönlich auch schön zu sehen, dass man eine Entwicklung in die richtige Richtung gemacht hat. Und ja, diese Spiele, also vor allem, ich würde sagen, die ganze Playoffs-Serie, die werde ich nicht vergessen. Und es ist einfach schön, dass man diese Erinnerungen jetzt auch sich immer wieder angucken kann und vielleicht auch mal, wenn man jetzt nicht so eine gute Phase hat, dann kann man, werde ich mir bestimmt diese Videos angucken und denken, ey, cool, der kann vielleicht doch was. Deswegen schön zu sehen, sehr, sehr schön. Das war dann einfach, als es vorbei war und wir das geschafft haben, glaube ich, einfach diese alle Emotionen mal raus, einfach alle Glücksgefühle, einfach auch dieses Gefühl von nicht nur, dass man
ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat man das gar nicht so realisiert richtig alles, aber ich glaube, das Erste war einfach mal dieser ganze Druck. Mhm. Einfach mal, man kann einfach mal entspannen. Jetzt ist vorbei und daheim, man hört die Fans, alle, die ganze Halle war noch eine Stunde danach voll. Es war ja, einfach Emotion pur, was soll ich sagen. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Leute uns das vor den Playoffs oder sagen wir nach unserem Saisonstart zugetraut hätten. Und ja, freilich! Und ja. Das sieht man auch selten, dass ein Bayern-Österreicher so abwurzelt. Gell? Ja, das ist eine sensationelle Connection, die Bayern-Österreich-Connection. Was ist denn die Bayern-Österreich-Connection? Ja, hast du doch gerade gesehen. Ja, was soll ich sagen, Mann? Das ist einfach, ja. Man muss dazu sagen, ich kenne Tommy 5 Jahre. Ich habe mit dem in Braunschweig zusammengespielt. Und damals war ja, Braunschweig irgendwie unteres Viertel. Da habe ich mit ihm zusammengespielt. Wir haben da einfach, ja, haben unser Bestes gegeben. Und ich weiß noch, damals ist Corona gekommen und dann hat Tommy ein Angebot von Ulm bekommen und hatte auch gleichzeitig eins von Braunschweig. Und dann hat er mich gefragt, ey, was denkst du, soll ich hingehen oder soll ich lieber bleiben? Da habe ich gesagt, ey, bleib in Braunschweig, ich will nicht, dass du gehst. Aber ich habe mich natürlich gefreut, dass er dann zu Ulm ist. Und wenn du halt wirklich zurückdenkst und sagst, vor 5 Jahren, als wir in Braunschweig waren, hätte kein Mensch gedacht, dass wir zwei nochmal zusammenspielen in Ulm und Meisterschaft gewinnen. Und ich habe ihn gesehen und dachte, den hübschen Mann, dem muss ich auch mal einen Schmatzer jetzt geben. Kommen wir jetzt zu deiner letzten Szene. Wir singen! Oma, 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 ja, einfach krass. Also was alles danach, vor allem diese 4 Tage, Freitag bis Montag, Dienstag, ab da war einfach Party-Mode. Und auch nochmal, also diese Parade, die wir hatten und wie viele Menschen gekommen sind, also es war, ich glaube, das hätte sich so auch keiner träumen lassen. Und immer wieder sind Leute gekommen, ey, ich habe seit 10 Jahren Dauerkarte, bla bla bla. Es ist einfach so krass, dass man sieht, Ulm ist halt nicht irgendein Standort. Ulm ist einfach wirklich Basketballstadt durch und durch. Und das hat man einfach so krass, dass man das so krass miterleben durfte, ist Wahnsinn. Und es ist einfach auf dem Münsterplatz, ich weiß nicht, wie viele Leute mit Tränen irgendwie gekommen sind und sich bedankt haben. Es war einfach das wunderschön, dass man einfach auch so viele Leute happy gemacht hat. Und dann bei dem geilen Wetter mit, was weiß ich, wie viel Promille dann da eine Humba machen kann, das ist schon, ja, das ist auch ein unvergesslicher Moment. Dann blicken wir jetzt auf die Zukunft. Neue Saison, wieder viele neue Gesichter hier im Orange Campus. Wie ist dein Eindruck von deinen neuen Mitspielern? Konntest du vielleicht schon mit dem einen oder anderen quatschen? Tatsächlich noch gar nicht. Mhm. Ich habe mir bis jetzt nur ein paar Videos angeguckt von den Neuzugängen. Aber ja, natürlich muss man auch sagen, bedauere ich natürlich auch ein paar Leute, die weggegangen sind, muss man auch sagen. Aber ich glaube, was ich bis jetzt so gesehen habe und gehört habe, glaube ich, werden wir diese Saison wieder eine sehr, sehr gute Truppe zusammenbekommen. Gerade auch der deutsche Kern ist ja geblieben. Das freut mich natürlich auch. Mit den Jungs kenne ich ja sowieso, Juan auch. Aber ich glaube, dass Thorsten und Thomas da wieder einen super Job gemacht haben. Und ja, ich bin gespannt. Es ist auch immer wieder, zwar viele Fragen sagen immer so, ja, ist ja scheiße, wenn voll viele gehen, ist es auch. Aber es ist umso spannender dann wieder jede Saison, weil du halt wieder neue Leute kennenlernst. Und deswegen, ich freue mich sehr. Als Meister ist man natürlich auch immer der Gejagte. Was bringt es aus deiner Sicht mit sich und worauf freust du dich am meisten? Ja, in der Situation war ich so noch nicht. Viele noch nicht, glaube ich. Es wird sehr, sehr spannend. Also es ist eh schon immer so und
dass jeder Ulm schlagen will, vor allem daheim. Wir haben einfach die geilste Halle, die geilsten Fans, da will jeder gut performen. Und jetzt wiegt es halt einfach doppelt. Und ich glaube, es wird umso schwerer für uns, weil jedes Team will uns noch mehr schlagen, weil wir Meister sind. Und deswegen müssen wir noch mehr ready sein als letztes Jahr. Also wir können uns, es gibt kein Spiel, in das wir irgendwie mit hoher Nase reingehen können. Das geht nicht. Dieses Jahr, jedes Spiel wird ein Kampf. Aber ich glaube, das wird uns als Team auch formen. Und wir müssen einfach ready sein. Aber ich glaube, wir haben das einmal geschafft, kann man es auch zweimal schaffen. Jetzt gibt es natürlich in jedem Wettbewerb, in dem wir vertreten sind, einige Neuerungen. BBL jetzt mit dem neuen Medienpartner Dein und den Montagsspielen zum Beispiel, der Eurocup mit den Playoffs und Play-Ins, Pokal mit Pro-A-Mannschaften. Was ist aus deiner Sicht die spannendste Neuerung? Ja, für mich auf jeden Fall Pokal, finde ich. Das finde ich eine gute Neuerung für den deutschen Basketball. Einfach, dass sich auch wirklich aus der Pro-A Teams zeigen können. Da wird bestimmt die eine oder andere Überraschung kommen. Also freut mich auf jeden Fall sehr. So, wir werden bestimmt spannende Spiele. Deswegen, das ist, glaube ich, gerade für den deutschen Basketball ist das eine sehr, sehr gute Neuerung und wird auf jeden Fall, glaube ich, dann deutlich spannender, der ganze Modus. Kommen wir zur letzten Frage. Was darf natürlich zur neuen Saison nicht fehlen? Das neue Trikot. Du sitzt schon mit dem neuen Trikot da. Erstmals jetzt hier oben mit dem Stern über unserem Logo. Aus deiner Sicht das Spannendste und das Speziellste an unserem Trikot? Oder gibt es da noch was anderes? Also ich finde die Farbe dieses Jahr ist sehr, sehr krass. Nein, das ist natürlich der Stern. Und ja, es ist halt krass zu sehen, weil alle Leute, die irgendwann zu Ulm kommen, da wird dieser Stern sein und die werden dann auch den Banner sehen. Und ich kann sagen, ja, ich war dabei. 2023, ich war dabei. Und deswegen ist es ja, einfach ein krasses Gefühl. Das ist ein sehr, sehr krasses Gefühl. Als ich es das erste Mal gesehen habe, ist mir auch so voll aufgefallen. Sieht schon sehr sexy aus, muss man so sagen. Dann freuen wir uns auf die neue Saison mit dir und auf bald in der Ratzefarm Arena. Danke, Karim. Dankeschön.